Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon und ich bin heute bei Jan und Jan und ich, hallo. Wir haben gestern ein Model Y abgeholt, nämlich sein Model Y in Weiß. Das hier ist meins, das kennt ihr schon. Ja, was ist daran so Besonderes, denkt ihr jetzt ganz klar, das ist das 2022er Modell, das ist das 2021er Modell und ihr wisst ja, Tesla ändert immer mal wieder was, ohne Bescheid zu sagen, frecherweise. Es gibt natürlich Gerüchte, was ist alles jetzt neu bei diesen neuen Teslas, diesen Model Ys, die 2022 ausgeliefert werden. Ja, und das gucken wir uns heute an. Wird interessant, deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Das Blöde ist, dass jetzt ein bisschen geregnet hat. Das heißt, man sieht nicht so genau, wie gut der Lack ist. Sieht aber bei dem weißen Modell hier eigentlich relativ gut aus. Oder hast du irgendwas Großes entdeckt, Jan, bis jetzt? Nee, bisher nicht. Also was ich schon gesehen habe und du auch, ist, dass die Frunkhaube nicht ganz perfekt eingepasst ist. Mhm, also rechts sind die Spaltmaße ein bisschen geringer als links, ja. Das kann man aber noch einstellen. Ein bisschen zur Aber der Rest sieht eigentlich ziemlich ordentlich aus. Wir hatten hinten einen Clip am Kotflügel, der nicht ganz so drin saß. Den konnten wir aber von Hand einfach reindrücken und damit ist das Thema irgendwie erledigt gewesen. Ja. Also quasi Self-Repair. Ansonsten würde ich sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht der Wagen tipptopp aus. Also große Mängel habe ich keine gesehen. Also bis auf diese kleinen Spaltmaße am Anfang. Ja, Jan, gestern abgeholt, war ja erstaunlich wenig zu meckern. Also eine das Kleinigkeit stimmt. Hatten wir. Hier die Frunkhaube, die jetzt ist nicht ganz, ganz mittig. Richtig. Da kommt noch ein Ranger, der richtet das noch einmal. Aber sonst war irgendwie gar nichts dran, oder? Nö, sonst war alles soweit in Ordnung. Aber so Lack und so, hast du irgendwas gemerkt? Nee, gar nichts. Also ich habe mir den Wagen gestern auch zusammen mit Jan angeguckt und ich muss echt sagen, ich hatte nichts auszusetzen, bis auf die zwei kleinen Sachen, also einmal die Zierleiste und die Frunkhaube. Lackqualität, alle Spaltmaße sind im Prinzip so, wie man sie erwartet. Also die Qualität der Teslas, die aus Shanghai kommen, die ist mittlerweile wirklich so gut. Also eigentlich könnt ihr euch diese ganzen Checklisten so nach und nach auch sparen. Weil die Qualität ist durchgehend spitze. Ich hatte ja bei meinem auch so gut wie gar nichts auszusetzen. Ja, und hier eigentlich auch nicht. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das war bestimmt danke. Eine richtige Entscheidung. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier an diesem Model Y alles anders ist. Und falls ihr eine Versicherung für euer E-Auto sucht, schaut doch mal bei der Fair Finanzpartner OAG vorbei. Links wie immer in der Videobeschreibung. Es gibt ja so diese Gerüchte, was jetzt hier mit diesen Schiffen, die jetzt kommen, was da alles für Änderungen beim Model Y sind. Und eine der ersten Änderungen zum Beispiel, die auch relativ schnell auffällt, ist, dass hinten bei den Scheiben jetzt eine Doppelverglasung ist. Die ist aber doch ganz anders als vorne und das zeige ich euch jetzt mal. Wir haben hinten jetzt tatsächlich eine Doppelverglasung, die sieht aber doch anders aus als vorne. Denn das zweite Glas hinten ist wirklich sehr, sehr dünn. Ich würde mal sagen 1,5 mm. Und das ist doch ein deutlicher Unterschied zu vorne. Das kennt ihr ja vielleicht schon. Vorne ist das Glas halt deutlich dicker. Ja, noch ein Hinweis, was hier noch neu ist. Das ist nämlich die Lithium-Ionen-Batterie. Ja, nicht die Hochvolt-Batterie, sondern die 12-Volt-Batterie. Die ist hier quasi jetzt ein Lithium-Ionen-Akku. Ist eigentlich toll, auch viel haltbarer, viel leistungsfähiger, aber zum Beispiel Dennis Wittus kennt ihr ja vielleicht auch. Er hat auch gerade erst vor 2 Wochen, glaube ich, sein Model Y hier abgeholt. Und er hat mir erzählt, dass sein Lithium-Ionen-12-Volt-Akku schon die Grätsche gemacht hat und jetzt ausgetauscht werden muss. Warum auch immer, was da los ist, weiß ich nicht, aber der ist kaputt nach 2 Wochen. So, jetzt sitzen wir also drin im guten Stück und das ist die Version mit schwarzen Sitzen und aber wie gesagt weißes Exterieur, aber eigentlich das Standardmodell mit den 90 Zoll Reifen. Ne? Das Kassenmodell. Das Kassenmodell, das sogenannte. Und deine Softwareversion ist die Version 11 2022 4.5. Ich habe die 4.5.3, müsste ja eigentlich eine Version höher sein als deine. Was mich jedoch wundert ist, dass du hier oben einen Button hast, den ich nicht habe, nämlich den Sentry Mode. Das ist interessant. Der ist ja hier weggefallen beim Weihnachtssoftware-Update. Habt ihr ja vielleicht mein Beschwerdevideo gesehen. Jetzt gab es zuletzt wieder dieses 4.5.3 Update, wo wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Wie zum Beispiel auch das Profil hier oben, wie die WLAN-Einstellung. Aber hier auch der Sentry Mode. Und bei mir ist das nicht. Ich frage mich, wieso? Vielleicht kriege ich ja noch mal ein Update. Aber man steckt nicht drin bei Tesla. Tesla ist manchmal merkwürdig. Aber was mich vor allem interessiert, der Prozessor.
Dann wollen wir mal gucken, was es so sagt. Es ist Infotainment-Prozessor, aha, AMD Ryzen. Ja, cool. Ich habe nur den Intel Atom oder Atom-Prozessor. Das heißt, ja, du hast den neuen Prozessor. Das ist doch schon mal cool. Der soll ja viel schneller sein. Du kennst ja den Unterschied nicht. Aber wir finden heute das noch raus mit ein paar Benchmarks. Jetzt machen wir mal ein paar Benchmarks für diesen neuen Prozessor. Also sowas wie Aufruf von YouTube oder Browser aufrufen oder eine bestimmte Website aufrufen. Dazu müssen wir hier mal das WLAN abschalten, damit wir gleiche Bedingungen haben. So, jetzt haben wir LTE. Und ich würde sagen, wir rufen gleich mal als erstes YouTube auf und schauen mal, wie lange das dauert. So, bist du soweit, Jan? Ja. 3, 2, 1, go. Ja, knapp 6 Sekunden. Und das Gleiche machen wir nochmal bei meinem Auto. Und dann schauen wir mal, wo da der Unterschied ist. Okay, jetzt machen wir das Gleiche bei mir im Auto. Das heißt, wir rufen einmal YouTube auf. Wo ist das Kino? Hier. Dann geht's los. 3, 2, 1, go. Wir waren bei 7 Sekunden. Und jetzt 21 Sekunden, also dreimal so lange. Wow, da bin ich jetzt echt baff. Als nächstes rufen wir mal den Browser auf und gucken mal, wie lange das dauert. 3, 2, 1, Start. Es ist die Tesla-Webseite und hat ganze, sagen wir mal, 4 bis 5 Sekunden gedauert, bis das da war. 3, 2, 1, Start. Also bei dir waren es 4 Sekunden, ne? Okay. Und? Na? Fertig. 16. Oh, das waren 5 Sekunden, aber auch mehr als dreimal so lange. Das ist wirklich der Hammer. Und ich bin hier auch im selben LTE-Netz. Also WLAN ist hier ausgeschaltet bei beiden Autos. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt rufen wir eine Seite auf, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, von der ich aber weiß, dass sie bei mir im Auto sehr, sehr lange dauert, weil dort eine Animation drauf ist. Bis die gerendert ist, dauert das ewig. Mal sehen, wie schnell das hier geht. Und zwar ist das die Seite Wetter Online. Die tippe ich jetzt mal hier ein. online.de. Richtig geschrieben, ja, ne? Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Das ist diese Animation. Fertig. So, 6 Sekunden. Wow, also es war schon jetzt für mich wahnsinnig schnell, weil ich weiß ja, wie lange das bei mir dauert und wie groß der Unterschied ist. Das seht ihr gleich. Jetzt machen wir nochmal kurz hier den Performance-Test mit dem Navigationsscreen. Wir haben hier Google Maps drauf. Also, gefühlt ist es wirklich ohne jegliche Verzögerung, wirklich. Also, der Kachelaufbau ist nicht sichtbar. Also, wenn ich jetzt rauszoome, das geht instant. Okay, jetzt gucken wir mal, wie lange das bei mir, bei dem alten, in Anführungsstrichen, alten Model Y dauert. 3, 2, 1, Start. Ich kann nicht mal scrollen, also nur widerwillig. Ja, es lädt und lädt. Jetzt 22 Sekunden. Also auch hier extrem langsamer als der AMD Ryzen Prozessor. Und das ist wirklich der Hammer, was das bringt. Und jetzt machen wir nochmal hier den Kacheltest. Also ihr seht, was das für ein Unterschied ist. Hier sieht man die Kacheln. Okay, wenn man einmal reingezoomt hat, dann geht's. Aber auch das ganze Ansprechverhalten hier, wenn ich die Finger bewege, da ist immer eine Verzögerung drin. Das kam einem nie langsam vor. Aber wenn man das bei dir gesehen hat, ist man was Schnelleres sieht, ne? Das ist, also, ja, wenn ihr das fühlen könntet, also ich weiß nicht, ob das im Video jetzt so gut rüberkommt, aber vom Gefühl her fühlt sich das jetzt total träge an. So als hätte man... Zieht so ein bisschen hinterher. Ja, es zieht hinterher, so ein ganz altes, langsames System, was ja nun wirklich nicht der Fall ist. Also Leute, ich kann euch sagen, dieser AMD Ryzen Prozessor, das ist der Hammer. Das ist wirklich ein mega schnelles Teil. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Ja, und dann noch die entscheidende Frage, sind die USB-Ports hier, die hier verbaut sind, erstens überhaupt drin? Ja, das sind sie. Man sieht sie zwar nicht, aber wir haben es ausprobiert, es sind welche da. Aber es ist leider keine Datenoption. Das heißt, die Datenoption könnt ihr nur übers Handschuhfach lösen. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Das heißt, du hast einen USB-Stick mit Musik, Jan, oder? Genau. Ich hab hier einen USB-Stick mit Musik. Da. Und da ist er. Okay, das heißt also Datenoptionen nur über das Handschuhfach. Das heißt, da könnt ihr dann einen Hub anschließen und gegebenenfalls eure Game-Controller dort anschließen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die Spiele, nee, Arcade war es, die Spiele, die einen Game-Controller erfordern, hier in diesem Model Y gar nicht mehr vorhanden sind, leider. Vielleicht sind ja irgendwann Bluetooth-Controller möglich und dann kommen sie vielleicht wieder. Elon hat gesagt, 2 Wochen. 2 Wochen? Bin ich gespannt. So, also Prozessor gecheckt, wir haben die Doppelverglasung gecheckt und jetzt checken wir nochmal, welchen Akku hast du eigentlich drin? Hast du jetzt schon einen neuen Akku oder ist es noch der, den ich habe mit 77 Kilowattstunden? Und dazu lesen wir den Akku jetzt mal aus. Das heißt, wir müssen hinten den ODB-Dongle dran machen und dann schauen wir mal, was da die Werte bei Scan My Tesla sagen. Ich bin gespannt. So Jan, jetzt haben wir den Dongle installiert. Jetzt bin ich echt gespannt, was der Akku hier sagt. Werte laufen ein. So, was haben wir denn? Wir haben Nominal Full Pack 77,4. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe nur 73,1. Yes. 73,8 habe ich jetzt. Nominal Fullpack 77,4 Kilowattstunden, Energy Buffer 3,5 Kilowattstunden, ich habe 3,3 Kilowattstunden. Fullpack When New hast du 78,8, ich habe 74,5. Das heißt, du hast mindestens 4 Kilowattstunden mehr im Akku. Das heißt, 77 Kilowattstunden ist ja meine, laut Papier, meine Akkugröße. Und ich würde mal sagen, deine Akkugröße ist so 82 Kilowattstunden. Full Rated Range 520 Kilometer. Und das ist, wo der Wagen jetzt ja neu ist. Du hast gerade mal 1,18 Ladezyklen hinter dir. Ich habe jetzt schon 36. Und wo ich den Wagen neu hatte, da habe ich auch gemessen. Und jetzt nach 6 Monaten hat er ja ein bisschen gewonnen. Das heißt, du wirst nach 6 Monaten Full Rated Range wahrscheinlich 10 Kilometer mehr haben. Also 530. Das ist ja auch das, was auf der Website von Tesla angegeben ist. 533. Und das wird dann über die Zeit noch ein bisschen hochkalibriert durch immer wieder Aufladen und Entladen. Also Leute, ihr habt gesehen, das Model Y 2022 hat nicht nur Doppelverglasung, hat nicht nur einen dreimal so schnellen Prozessor wie die alten Modelle. Nein, es hat auch einen größeren Akku, mindestens 4 Kilowattstunden mehr nutzbar. Hat auch dadurch natürlich eine höhere Reichweite. Ja, und das alles fürs gleiche Geld, wenn man mal davon absieht, dass der Metallic-Lack jetzt 1.000 Euro mehr kostet, was ich als, ehrlich gesagt, eine Frechheit empfinde. Aber gut, wenn man hier dieses weiße Modell kauft, dann kostet es im Prinzip das gleiche wie noch vor einem halben Jahr, hat aber viel mehr Leistung fürs Geld. Freust du dich? Ich bin sehr zufrieden. Ja, wäre ich auch an deiner Stelle. Ja, ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen Informationen geliefert. Ich fand es sehr spannend, weil das ist das erste Mal, dass man das jetzt live mitgekriegt hat, was sich wirklich alles geändert hat. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt meinen Kanal natürlich. Ja, Jan, ich wünsche dir alle Zeit gute Fahrt, viel Spaß mit dem Auto und wir sehen uns vielleicht wieder beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.